Wie in jedem Jahr stand auch beim diesjährigen Jugendtrainiert für Olympia Herbstfinale das Fußballturnier auf dem Programm. Nach drei mitreißenden Tagen im Berliner Olympiapark standen die Endspiele in den Wettkampfklassen 2 und 3 an. Ein Schaulaufen der Fußballstars von morgen. Also ich glaube, wir haben immer wieder sogar auch Spieler, die dann mal in den U-Nationalmannschaften auftauchen. Also von daher auch bekannte Namen. Aber ich sage mal, wichtig ist uns auch die Förderung. Und von daher braucht es nicht nur eines U-Nationalspielers. Ein guter Fußballer, der tut es dann auch. Und dass es genug gute Fußballer gibt, konnte man im Finale der Wettkampfklasse 3 zwischen dem städtischen Theodor-Linden-Gymnasium München und dem Sportgymnasium Chemnitz eindrucksvoll sehen. In einem rasanten Spiel setzten sich die Bayern mit 4:1 durch. Für Kapitän Brandon Monté eine eindeutige Sache. Also die Anfangsminuten waren sehr hektisch. Dann sind wir immer besser reingekommen, hatten gute Spielzüge. Dann haben wir halt gewonnen. Mit zahlreichen Jugend-Bundesligaspielern gespickten Schulmannschaften schenkten sich auf dem Berliner Grün keinen Zentimeter. Und so wurde Fußball geboten, den man sonst nur aus der Bundesliga kennt. Für die Trainer der Schüler stellte sich dabei besonders die Aufgabe, die Jungs aus den verschiedenen Vereinen zusammenzubringen. Es ist spannend und schwierig zugleich, weil wir in dieser Konstellation auch nie zusammen trainieren. Und da muss ich mich natürlich auf die Vereinsarbeit völlig verlassen, was taktische und technische Sachen angeht. Ich kann hier eigentlich hauptsächlich in dem Motivationsbereich arbeiten, dass das ein Team wird, dass die ziehen, dass die wollen. Das haben wir geschafft. In der Fußball-Bundesliga ein Klassiker, bei JTFO eine sehr spannende Angelegenheit. Im Finale der Wettkampfklasse 2 standen sich die Schulen aus Bremen und München gegenüber. Auf taktisch höchstem Niveau zeigten die Jungprofis in einem heiß umkämpften Spiel, was man in Zukunft von ihnen erwarten kann. Nach 2x35 Minuten gingen auch hier die Münchner mit 2:0 siegreich vom Platz. Für die bayerische Auswahl ein goldener Spätsommernachmittag. Jetzt eigentlich mit zum ersten Mal dabei, ja, und dann noch das Tor zu schießen, ist ein unbeschreibliches Gefühl, würde ich mal sagen. Es hat sich unfassbar gut angefühlt, wir haben am Anfang gut gespielt, danach haben wir nach dem 1:0 uns weiter hinten reinfallen lassen, um das zu verteidigen, und war unglaublich. Für die Spieler aus Bayern gibt es also genug Gründe, sich bei der Abschlussfeier von JTFO redlich feiern zu lassen. Und vielleicht darf man dann dem ein oder anderen Spieler in Zukunft auch mal in der Bundesliga die Daumen drücken.